Hallo zusammen. Ja, jetzt bin ich hier im Windpark Süderau, dem benachbarten Windpark zu Neuenbrook. Ja, hier stehen auch wieder jede Menge spannende Anlagen, auch einige neue. Und ja, warum ich hauptsächlich hierher gekommen bin, ist wegen den Enercon E115 EP3, die hier ganz neu stehen, die ich so auch noch nie gesehen habe. Ja, und jetzt ist mir gerade aufgefallen, dass da nochmal neue Anlagen gebaut werden. Online stand was von Siemens SWT DD130. Ja, und da sind auch schon alle Komponenten da, so wie es aussieht, und warten auf den Aufbau. Sehr nice. Ja, dann wie immer Senvion 3.2 M114. Da ist noch eine MM290. Und hier rechts von mir stehen noch Siemens SWT DD113. Vier Stück, die bekommen jetzt noch Gesellschaft. Auch wieder echt geile Blattbiegung heute bei dem Wetter. Sehr geil. 3 Megawatt haben die. Ja, und so wie es aussieht, kommt da hinten dann auch noch mal eine neue Siemens-Anlage hin. Auch eine 130er. Hier ist nämlich auch eine Baustellenzufahrt und da stehen auch jede Menge Gerätschaften hier hinten. Und sind das da schon Komponenten? Kann ich jetzt nicht genau sagen. Ne, es sieht ja aus wie Heuballen. Aber die ganzen Container und so lassen vermuten, dass da vielleicht auch noch mal eine Anlage hinkommt. Oder vielleicht ist es auch einfach nur so ein Büro, wo sie ihre Offices haben. Ich weiß es nicht genau. Ja, jedenfalls freue ich mich jetzt drauf, den Windpark hier aus der Nähe zu erkunden. Ja, gerade eben habe ich noch spekuliert, was wohl mit der Siemens SWT DD130 ist, wann die wohl aufgebaut wird. Also so steht es ja online. Und siehe da, da sind schon alle Komponenten da und die Anlage ist fertig für den Aufbau. Richtig krass, hat man von da hinten gar nicht so gesehen. Ja, hier sind die Rotorblätter, auch schön mit roten Blattspitzen. Turmteile sind 3 Stück. Da ist die Narbe, Generator, Maschinenhaus hinten dran. Und ja, hier so E-Modul und so Kram. Richtig nice. Kriegen die kleinen Siemens noch Gesellschaft. Ja, ich schätze mal, die wird dann auch so ja, 85 Meter Narbenhöhe haben. So ähnlich wie in Torup in Dänemark, die ich gefilmt habe. Sehr, sehr geil. Ja, fehlt quasi nur noch der Kran, dann kann es hier losgehen. Und ja, darf nicht zu windig sein. Ein schöner Blick auf die anderen Anlagen. Da sind die E115 EP3. Ja, und da werde ich jetzt mal hinfahren und werde mir die mal aus der Nähe anschauen. So, jetzt stehe ich hier bei den E115. Richtig nice sieht es aus. Richtig cool. Wie die E138, nur mit kürzeren Rotorblättern. Gefällt mir richtig gut. Bin mir jetzt gar nicht sicher, wie viel Leistung die haben. Die gibt es ja mit 2,99 und aber auch dann mit 4,2 Megawatt. Bin ich jetzt gar nicht sicher, wie viel Power die haben. Ja, 92 Meter Stahlturm. Gibt es auch sogar noch mit 67 Metern und ja, dann 100, glaub 22 Meter und 149 Meter HST. Bei den alten E115 gab es ja noch diesen New Generation Hybrid Tower, diesen Raketenturm für die E115. Ich glaube, für die E115 EP3 ist er jetzt gar nicht mehr vorgesehen.
Ah, geil, ey, freue ich mich echt, jetzt endlich mal meine ersten E115 EP3 zu sehen. Ja, hier sieht es echt noch ziemlich chaotisch aus. Hier liegt überall noch Dreck. Also die Anlagen sind noch ganz neu. Ja, und hier hinten ist dann die dritte E115, die schon in Betrieb ist. Richtig cool sieht es aus. Echt schön mit den schlanken Rotorblättern. Gefällt mir echt gut. Und mit dem Ringgenerator, also gefällt mir echt gut. Werde ich mich gleich auch mal noch drunter stellen. Da ist noch eine MM290 und auch noch mal eine Zenvion 3.2M. Auch noch mal Zenvion hier. Und da dann die Siemens Anlagen, die vier Stück. Und da hinten war ich dann vorhin. Neuenbrook. Da stehen die anderen Zenvion. Und da stehen die Windworld. Die süßen kleinen. Mann, habe ich aber auch echt ein Glück mit dem Wetter, ey. Also, das hätte ich echt nicht gedacht, dass heute noch so tolles Wetter ist. Freue ich mich echt. Echt tolle Bilder. So, jetzt stehe ich hier in der Nähe der E115, die schon läuft. Richtig cool sieht's aus. Wie die E138, nur mit kleinerem Rotor. Gefällt mir richtig gut. Hört man aber auch ganz schön laut heute. Also gut möglich, dass es die Lüftung ist oder der Generator, ich weiß es nicht genau. Ja, ist auch schön, die Anlagen einfach mal mit weißem Maschinenhaus zu sehen. Nicht immer nur das Rot. Das sieht man überall bei den E138 in Süddeutschland. Irgendwann wird es langweilig. Ja, ist quasi so das Pendant zur Vensis 115. Auch kleiner Rotor, aber dafür echt Power. Und für windstarke Standorte geeignet, also perfekt für hier. Auch mit den 92 Metern. Gibt es, glaube ich, sogar noch mit 67 Metern, habe ich gesehen. Also irgendein Windpark in Irland, wo sie auf 67 Metern aufgestellt haben. Das ist richtig fett. Das sieht dann so aus wie E138 auf 81 Meter. Schon krass. Ja, ich habe gerade nochmal nachgelesen. Das war ein Repowering-Projekt, die drei Anlagen. Und dafür wurden 7 alte Jakobs-Anlagen mit 600 kW abgebaut. Müssen noch relativ neu sein. Also hier steht noch Equipment rum. Zuwägung sieht noch sehr, sehr neu aus. Sind auch noch dabei, Kabel zu verlegen. Also gut möglich, dass die beiden Anlagen hier noch gar nicht am Netz sind. Gar nicht angeschlossen. Zumindest die eine hier, die andere trudelt schon so ein bisschen. Die da hinten. Aber ja, sind auf jeden Fall noch sehr neu. Müssen hier noch ein bisschen aufräumen, ist ziemlich verfahren alles hier. Richtig geil, meine erste E115 EP3. Fällt mir echt gut. Ja, da hinten sieht man dann nochmal die Vensis 115 in Neuenbrook, wo ich gerade eben war. Die ist aber, glaube ich, jetzt dann noch ein bisschen neuer. Und dann nochmal die V66. Und da sind die Vensis. Die mit Gittermast ist jetzt, glaube ich, gerade hinterm Turm. Ja.
was ein Bild, ey. Diesen blauen Himmel. Wahnsinn, richtig cool. Da hinten stehen auch noch mal jede Menge kleine Anlagen, habe ich gesehen. Ich glaube, das sind alte Norex N60, 62 oder sowas. Hier ist echt einfach so viel los in der Region. Ja, das müssten, oder in 54 sogar. Bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr es wisst. Und auch hier wieder Zenvion 3.2M. Und hier ist noch eine Zenvion MM92. Ja, das ist ein 92er. Ja, auch wieder spannender Windpark. Auch wieder so viele unterschiedliche Anlagen. Gefällt mir gut. Aber die E115 EP3 ist mein Highlight hier. Wegen der wollte ich jetzt eigentlich nur hier hin. Ja, ich habe jetzt hier nochmal angehalten. Hier hat man nämlich nochmal eine schöne Übersicht über all die Parks, die ich heute besucht habe. Hier hinten Neuenbrook. Zenvion-Anlagen. Da hinten ist die Vensis 115. Da dann die Vensis 77 mit Gittermast. Ah ne, wo ist er? Da ist er. Die Vensis 77. Hinten dran dann nochmal dieser fette Vestas Park. Und da ist dann der Windpark Süderau. Da sind die E115. Ja, das wird richtig geil, wenn da noch die Siemens-Anlagen hinkommen. Würde mich auf jeden Fall interessieren, wenn die stehen. Vielleicht gibt es ja Leute hier in der Region, die davon berichten. Dürft gerne mal Bescheid sagen. Ja, ich muss mich wieder ein bisschen beeilen, dass ich meinen Zug nicht verpasse. Ja, im Anschluss habe ich noch mal ein paar Drohnenaufnahmen für euch. Sehr schön geworden. Dürft ihr euch drauf freuen. Ja, und dann sehen wir uns im nächsten Video. Lasst es euch gut gehen, halt die Ohren steif und bis dann.